Ich tue den bevorzugen tun. Finde ich nicht so gut. Wo hatte ich denn die Granaten hingeballert? Waren die auch hier drin? Ja, da ist immer eine Kiste. Ja, ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Müsste die nicht hier bei den Waffen sein eigentlich? Hier waren die Ringe, das waren Schilde. Hier waren die Ringe. Hier auf der Seite? Ah, hier, ja, okay. Ah ja. Wir haben eine Menge Granaten. So, die kann ich auch mal hier rüberpacken. Wupp, so. Vielleicht, weil wir auch so geile Granaten sind. Das ist absolut möglich und sehr wahrscheinlich der Fall, Tobias. Das, geil. So. Okay, das haben wir. Ich muss mal neue Munition herstellen, wenn das geht. Wenn das weitergeht, meine ich. Ich habe jetzt wieder 100 mitgenommen. Eigentlich können wir nochmal eine Runde machen. Bevor du von uns gehst, Tobi. Warte mal, ich wollte noch irgendwas mit der Ammoniakdrüse machen. Bei der Jägerin wollte ich noch ganz kurz bleichen gehen. Warte. Ich räume kurz die Ammoniakdrüsen rüber. In diese Kiste hier erstmal. Ich werde das später noch anders alles umsortieren, glaube ich. So, und jetzt hier an dem Ding. Ach, das muss ja auch alles rein, ne? Tobi, kannst du mir Salz mitbringen? Ja, bring ich mit, warte. Geil. Getrocknetes Fell. Dann kommt das alles schon mal da rein. So. Wie viel? Drei Stacks, keine Ahnung. Wir brauchen eh viel. Ne, das waren die Lila Beeren. Ich muss mal umtauschen, glaube ich. Ah, mein Fuß. Oh. Ah, ich habe beim Rennen den Fuß verstaut. Penner. Du Armer. Hä, was? Hast du Penner gesagt? Nee, ich habe gesagt, hey, na? Ach so. Ich höre nur, aber was klar, wenn du denkst, dass ich dich so nennen möchte. Klar, Erik. Ich höre nur, was ich hören will, Tobi. Du Penner. Dankeschön. Oh, gruselig hier unten. Was ist denn das? Oh. So, okay. Wie lange dauert das jetzt? 2 Stunden, cool. Oh. So. Nice. Ja, schön gruselig. Warum ist das grün? Und steht zu weit draußen, glaube ich. Da müssen wir mal gucken. So. Okay. Dann den Lehm bringe ich wieder zurück. Holst du Wasser? Ja. Geil, Tobi. Geil mitgedacht. Hey, ja. So. Dann bring ich mal den. Der war nicht hier. Der war nicht hier, Tobi. Der war nicht hier. Noch? Da war nicht hier, mal davor, dass der nicht hier war. Der war nicht hier. Frechheit. So. Wo war der drin? Hier oben, ne? Gut. Kann ich gleich nochmal reparieren hier alles. Hier. Hopp. So, und wie sieht's hier aus? Okay, wir brauchen mehr Zinnerz. Okay, warte mal, die 20 Barren kann ich drin lassen, glaube ich, ne? Bronzebarin. Let's go. 2 in Warteschlange. So, gleich haben wir Bromze, Tobi. Bromze. Bromte? Die gute Bromze. Hier sieht man meine Fuscherei noch. Naja. Ist so ein Dach, ne? Dauert halt ein bisschen. Ja, nee, das ist aus 2 verschiedenen. Da ist noch da. Ach, das habe ich ja gar nicht gesehen, um Gottes Willen. Ja, das ist mir unangenehm, Tobias. Bitte sag's niemandem weiter. Was wirft denn das für ein Licht auf unser Däufchen? Bitte sag's niemandem weiter. Ich glaube, bei dem werde ich die Wände machen durch diesen neuen Block, den ich gesehen habe. Bei dem hier, oder? Ach, wir haben noch bei der Feste da einen Block vergessen. Da müssen wir gleich nochmal hin. Genau. Wollen wir jetzt hin einfach? Ja, wenn du sonst nichts mehr zu tun hast, gerade hier, können wir gerne machen. Nö, ich bin durch. Den Rest mache ich später. Warte, wo waren das? Da oben. Ganz rechts. Da oben, ne? Ach ja, gar nicht ganz rechts. Warte mal, nee, wo war. Hä? Zu Hause Stufe 1. Doch, rechts in der Mitte. Warte mal. Wir haben 2. Okay, ich sehe, dass du da bist. Aber bei mir ist das andere Ding auch noch da. Die andere Flamme.
Hä, die habe ich doch direkt, also die habe ich doch weggemacht. Bei mir ist sie, glaube ich, noch da. Hä? Ich guck mal kurz, ob ich hinreisen kann. Hä, aber dafür ist die Map hier nicht aufgedeckt oder sehe ich das gerade falsch? Warte mal. Wir waren doch jetzt hier. Ach, das war das Ding da drüben. Ah, okay, okay, so rum. Nee, nee, schon gut, da war ich doof. Ich guck nochmal ganz kurz eben. Hast du die auf der anderen Seite der Schlucht weggemacht? Ja, ne? Weiß ich nicht mehr. Oder welche war das? Also ach nee, das war die da unten, glaube ich. Das war die da unten. Nee, schon gut. Bei Surats Rast hat mir noch eine bei der Brücke. Die ist weg, ne? Ach, ja, richtig. Ja, genau, genau, ja, genau. Ja, ja. Alles gut. Ich bin dumm, Tobi. Ich bin dumm, Tobi. Beachte mich aber nicht weiter. So, da war es nicht drin. Da habe ich auch geguckt. Mir muss der Brief noch irgendwo liegen. Der ist da oben, glaube ich. Ich lese das nochmal schnell. Steinblöcke für die Brückenreparatur. Das war natürlich glücklich. Das war Junge. Für die Brückenreparatur. Also wird das bestimmt hier irgendwo liegen. Vielleicht hier in der Nähe. Ah. Ich glaube, ich hab's. Cool. Oh, cool. Was denn? Guck mal. Normaler Steinblock. Oh. Einfach ein normaler Steinblock. Ja, geil. Das hat nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Nö, aber... Fick doch diese Fallen, Alter. Ohne Scheiß. Das ist, haben wir die nicht schon deaktiviert vorhin? Wieso ist die denn schon wieder da? Oh, ist das schön. Oh, wie gut. So, wollen wir mal... Einfach nee. Sonnentempelgeschichten. Ach, das ist da oben. Wollen wir da hingehen einfach? Entweder gehen wir da hin oder wir gehen rechts nach unten zu Herz aus Eisen, ne? Können wir uns jetzt aussuchen. Dann lieber Eisen, oder? Ja, oder? Ja, okay, dann machen wir Eisen. Da oben, glaube ich, kriegen wir noch die eine oder andere Quest. Für die Ecke. Ja, ja, ja. Mach mal Eisen. Eisene. Sehr gut. Ja, endlich wieder Miasma. Aha, das ist ein Miasma, na toll. Nein, Tobi, nein. Okay. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Hä? Hey. Was war's? Hab einfach ein Echo bei mir auf dem Ohr. Ein Echo namens Tobias. Schön scheu. Schön scheuen? Cool. Hübsch hier. Ne? Ah. Oh. Okay. Die Einwohner sehen ein bisschen ausgemergelt aus. Oh, geil, ich krieg Essen, Tobi. Dankeschön. Geil, Tobi, ich bin so ausgehungert. Wie der Typ, der hier sitzt. Oh, ist das heiß. Oh, viel zu heiß zum Essen, Tobi. Was isst du da eigentlich schon wieder? Fuppenfupf. Fickenfipf. Fickenfipf. Gute Fickenfipf. Ah. Greifenhelm. Hast du irgendwas mit Greifen? Nee, das wahrscheinlich nicht. Ich kann es mitnehmen für die Kiste zu Hause. Wir haben Greifenrüstung halt, ne? Okay, da war ein Helm. Okay. Hast du mal mitgenommen, ne? Hab ich mitgenommen, ja, ja. Superb, Tobi, superb. Wie die Tiger rumschleichen ums Anwesen, das ist irgendwie, bisschen gruselig. Boah, da links ist ein Turm, ne? Sollten wir den Turm vielleicht lieber noch holen? Wo denn? Da in diese Richtung. Oder ganz weit hinten. Ah, da müssen wir eh, da müssen wir hin. Das ist ja genau die Richtung, wo wir hin müssen. Aber guck mal auf der Map, da kommt gleich rotes Gezuppel. Ja, oh, ja, ich seh's. Ja. Oh, schön. Spannend, das ist ja richtig spannend, wa? Das könnte spaßig werden. In Homburg wäre uns das nicht passiert, ne? Beide tot auf einmal? Geil. Ja, klar. So cool. Du bist ja kein Amateur. Oh, wir können aber, glaube ich, runter, oder? Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Nee, nee, nee. Es sieht sogar beinahe einladend aus. Erik? Ja? Was ist das da unten? Eine Fniege, Tobias. Eine Fniege.
Okay, ist da gerade irgendwas Level 21 platt gemacht? Und zwar One-Hit. Ja. Guck mal von hier aus nach hier in die Richtung. Da ist auch noch irgendein Dorf, ne? Da im Süden. Da hinten. Da können wir auch mal gucken. Stimmt natürlich, ja. Und da ist eine Straße, die führt zu diesem Dorf. Wollen wir da mal hin? Ja, hier runterspringen einfach, oder was? Ja, warte, eine Sekunde. Eine Sache will ich noch kurz gucken, bevor wir runterspringen. Wir kamen gerade von hier. Jemand meinte, ich soll mal das Feld anschauen, aber... Erik? Ja? Ich hab vielleicht einen Fehler begangen. Ja, bist du schon runter? Den ich nachhalte, vielleicht durchaus, vielleicht... Also es könnte sein, dass ich das vielleicht bereuen könnte. Jo, möglicherweise werde ich das bereuen. Erik, ich bring Besuch Tobi! Mit. Was? Was? Du bist der Tank, Tobi! Du bist doch der Tank! Halt ihn mal ruhig, dann ist er tot. So. Boah, macht der Schaden, Alter. Junge. Was tust du denn, Tobi? Ich habe auf den geschossen, ich hätte nicht gedacht, dass ich den treffe. Aber warum? Aber ich dachte, wenn wir da jetzt hinfliegen, müssen wir den ja aus dem Weg räumen, ne? Geht ja nicht. Ich bin ja der Tank. Okay, die Felder sind nicht so interessant, wie ich dachte. Boah. Vielleicht hier irgendwas drin? Oh, Bücher. Die nämlich. Ist aber noch eine Spinne irgendwo. Warte. Ja, ich bin einfach Dragonborn, nur anders. Dragonborn mit Angststörung bin ich. So. Okay. Hier gab es jetzt was Geiles, oder was? Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hier gerade. Mehl bei Schleifsteine. Dauert wieder 70 Jahre bestimmt. Oha. Geil, komm mir einfach vor wie ein Mähdrescher gerade. Geil. Weizenkörner und Stroh. Ja, voll geil. I send it to you. Thank you, Tobias, thank you. Wo sind denn die Weizenkörner hier? Ach hier. Ah, du bist schon zu weit weg. Ja, okay. Ja, hallo, Tobias. Hallo, bist du. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Geil, scheiße. Oh ja, da werde ich bestimmt wieder ein bisschen was anbauen. So, warte. Ich muss mal kurz stärken, bevor ich da runterspringe. Das ist sehr wichtig. Ham. Ist das eigentlich Miasma da unten, wenn wir da jetzt runterjumpen? Oder nicht? Das sieht irgendwie so aus, ne? So tödlich rot. Ich baller mir mal so einen Trank rein. Kann ja nicht schaden. Ich spare nochmal. Wird man da oben? Oh no. Ciao. Geil. So haben wir auch. Das sieht gut aus. Okay. Die sind ja überall. Will ich den voll die schönen Vögel, kann man... Sag mal, ist das Sand? Warte mal kurz. Gleich wieder da. Oh. Geil. Na, Hallöchen. Ich hab mal kurz Sand mit. Ja. Ja, wir können Glas... ich sabbere. Ja, wir können Glas machen. Voll geil. Ist dir fast noch ein Pickenflip im Hals stecken, du Lieber. Und hier gibt's auch Sandstein. Oh, Sandstein gibt's hier auch. Nehme ich alles mit. Sandthron, oh. Den sehe ich aber in der Eingangshalle. Normaler Sandsteinblock unter Werkbank. Wir brauchen unbedingt eine Pyramide, Tobi.
So. Cool. So, warte. Ich muss noch mal kurz Ausdauer. Geh mal zum Gerippe. Ja. Der Tobi ist ein richtiger Frechdachs. So. So. Sand, 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 Sand. Aber stimmt schon, ist gerade die Early Access Version, hat jetzt schon mehr Content als der Papst einfach. Gut, und der Papst, unfassbar. Den nimmt ja auch keiner ernst. Entschroudet schon. Das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, Entschroudet auch mehr Sales, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja. So. Nächsten Montag, Gronkh hat Gizeh nachgebaut. Tobi, wir wohnen jetzt in der Sphinx. Der Sphinx? Voll geil. Feier ich. So. Ich weiß nicht genau, wie viel wir davon brauchen, aber... Oh, hier gibt's auch Skorpione. Oh, cool. Oh, und hier gibt es Erik. Wir müssen mal ganz kurz... Komme! Kommt denn der Bruder auf einmal her? Was ist mit los mit Ihnen? Du musst ein bisschen stillhalten, oder? Ja, das ist nicht so einfach. So. Au! Entschuldigung. Ist auf den Kopf gefallen. Ich dachte, mich erschlagen. Entschuldigung. War unsensibel von mir, das sehe ich ein. So. Tobi? Oh. Ich habe das Gefühl, wir werden noch mehr Kisten brauchen. Hä? Wenn jedes Biom immer noch mehr Stuff bringt, kriegen wir immer Probleme. Weiß ich, was du hast. Ich sehe den Skorpion da hinten sogar. Aber ich weiß nicht, ist das... Das ist, glaube ich, aber jetzt erstmal das letzte Biom, was es noch gibt, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also würde ich jetzt fast meinen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube zwar aber auch, aber ich weiß es nicht. Will ich nicht verraten, wenn es nicht so ist. Also. Ich muss gleich von allem mal eine Stichprobe nehmen. So. Wunderbar. So, ich glaube, meine Spitzhacke ist eh gleich durch. Ich gebe dir mal die zweite Spitzhacke, dann musst du dir in den ZDF-Folgen keine neue machen. Das ist lieb. Aber wir können uns eh ein paar neue machen, glaube ich. So. La la la. Eigentlich müsstest du ja XP farmen, aber ich glaube, es ist langsam eh egal, weil 25 ist Levelgrenze. So. Aha. 9. Geh mal weg mit deinem Giftstachel. Jo, das ist ja ein Riesending. Schurkenhelm. Oh, geil, mit Schuppen. Schurkenhelm. Ja. Warte, bin ich hier vorne zu dem Ding? Ja, warte, ganz kurz, ich wollte die Bäume eine Kostprobe mitnehmen und hier ist noch ein Skorpion. Wildjägerkapuze sieht ja auch nice aus. Ja. Oh, okay. Das war mal ein Heiliger. Jesus. Jesus. Jesus? Oh, was ist denn hier? Safran! Oh, Stillleben und Meer! Safran! Ach, das sind Farben! Da hinten kämpfen mal welche. Okay, okay, warte. Dann nehme ich noch mal eine Kotzprobe hier. Safran setzt den bei Saatbeet. Okay.
Offenes Sandwich? Was? Geil. Mit Safran? Palmholzstämme. Na, hör mal. Palmholzband. Oha. Junge. Harz brauchen wir auch unbedingt. Gut mitgenommen. Palmholzblock bei Werkbank. Ich bin sehr gespannt. Fruchtschüssel. Ich hab ne Yucca-Frucht gefunden. Ja, geil. Dann kalt. Das heißt, wir können bestimmt auch Yucca-Palmen pflanzen, oder? Yucca-Frucht? Ich glaube ja. Wo hatten wir denn auch immer so viel Yucca gehabt? War das Seven Days? Ich glaube Seven Days, ne? Seven Days, Yucca, Kartoffeln und ja, es war Seven Days. So. Da ist noch Safran. Ich habe das Gefühl, wir beide schaffen sogar noch eine Wüste zu plündern. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Was liegt da noch? Das sieht noch interessant aus, das da. Das ist ja so ein Vogel, aber der ist gerade... Achso, was ist denn das? Ach, den hat der Vogel gerade hier getötet. Sandgräber, gegrillter Sandgräber bei Feuerstelle, okay. Warte mal, wenn der Sandgräber heißt, ne? Fleischwrap. Müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir hier rumlaufen, ne? Meinst du, wir kriegen hier mal ein paar Dune-Dinger? So ein paar Sandwürmer? Weiß ich, aber die kommen halt aus dem Boden scheinbar raus. Ja. Die Herrschaften. Das sieht man doch bestimmt vorher, oder? Ich gehe davon aus. Ich hau ein bisschen Holz mit. Sandstein. Boah, Treibsand würde ich feiern. Und wenn du keine Ausdauer mehr hast, kommst du nicht mehr raus. Boah. Das willst du feiern? Na klar. Bist du denn drauf? Was ist denn das hier? Ach, Sandstein wahrscheinlich, ne? Sand. Okay. Aber da vorne sehe ich noch was. Was ist das? Im Dingens? Ist das... Das ist aber kein Zinn, oder? Warte, da muss ich mal ganz kurz checken. Huh! Fledermaus. Ah, die macht nichts. Doch, die macht was. Sterben. Okay, ich muss mal ganz kurz eben... Was ist das? Lapis Lazuli, Waisentunika und Alchemist. Oh! Oh, geil. Oh! Das scheint für meinen Battle Mage aber eine gute Sache zu sein. Richtig Oha. Nice. Oha! Krass. Ach, natürlich. Geil. Mein Battle Mage. Hast du mal einen Euro? Ey, Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Oh. Auch hier gibt's Schwefel. Ewiger Säurebiss. Moment. Boah, geil. Nein, ich habe jetzt kaputt. Keine Ahnung, wie viel Lapis wir brauchen werden. So. Dumm. Okay. Dauert aber ewig, bis man das hier ausgräbt. Junge. Conversion Rate ist nicht so geil. Das war früher alles mal fruchtbares Ackerland, bevor wir hier gelandet sind. Nee. Wir haben da nichts mit zu tun. So. Ein Träumchen, Tobi, ein Träumchen. Das ist geil. So.
Oh, lalalala. Okay. Spitzhacke hält noch ein bisschen durch. Tobi, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, ja, bau du ruhig noch ab. Ich hole noch ein bisschen Holz hier. Okay, ich schau mal ganz kurz bei Tagebuch unter den... bei den Werkstätten. Nee, wir machten den... Das macht bestimmt der Dingens, ne? Der Alchemist. Wie ist die Rüstung nochmal? Weisheiten, Tunika oder so? Punika. Irgendwas mit Punika. Hexenmeister, okay. Ah, die ist das Erzmagier-Set. Oh, okay. Stufe 23, das hier auch. Lebenspunkte, Mana-Punkte, Zauberstabschaden. Oh, das sieht auch schon ganz cool aus. Eigentlich bräuchte ich das Hexenmeister-Set, ne? Weil ich da mehr auf Schaden, da mache ich mehr Schaden. Haben wir das schon? Ja, haben wir auch schon freigeschaltet, aber dafür brauche ich gelben Stoff. Und Polsterung, oh Gott, da bin ich noch weit von entfernt. Hierfür auch gelber Stoff und Polsterung. Okay, Polsterung, keine Ahnung, wo es die gibt. Hab keine Ahnung. Das Waisenset war's. Oh, war ich da auch falsch? Okay. Ja. Bom, 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 bom. Gelben Stoff, machen wir den mit Schwefel vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Könnte vielleicht sein. Könnte ich mir vorstellen. Sein. Dann spare ich noch mal ein bisschen für Schwefel. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da ist noch irgendwas im Dingens, im, Oh, da hinten ist Schwefel. Bin gleich wieder da. Hier unten war noch eine Menge Schwefel drin, ne? Ach so, ja, ja, ja. Scheinbar ist das hier überall. Träumchen. Oh, aber scheinbar nicht so viel. Wo ist denn die Menge Schwefel? Hier unten. Komm sofort. Moment, ich muss ganz kurz, Ich brauche Ausdauer. Ich baue hier alles ab gerade. Ich habe einfach keine Ausdauer mehr. Also. Cool. Wo ist der Schwefel? Hier. Oh. Oha. Ja. Geil. Chat, das sind nicht Tobias Furzablagerungen. Nein. Achso, nee, das kommt von meinem Penis. Was? Erich, ich habe lange in Berlin Urlaub gemacht. Das erklärt gar nichts, Tobi. Na klar, erklärt das einiges. Bah! Uff. Hast du jetzt auch Myzel am Schaft? Oh. Das ist... Tobi, mach die Hose auf, erstmal Miasma-Zone. Einfach frittierter Blumenkohl, das ist halt so, ne? Unangenehm. Warum bin ich gleich wieder hier? Ich habe keine Ahnung. So, komm, ich mach die Spitzhacke noch. Nee, nehm ich mal mit. Dann ist sie halt broken. 24 Schwefel. So. Lapis Lazuli. Mann, ich habe nie Ausdauer, Tobi. Ja, das ist natürlich enttäuschend. Wusste ich mehr Urstränge? Das höre ich öfter. So, Spitzhacke broken, ein Lab ist noch rausgezogen. Und wieder keine Ausdauer. Mist. Jetzt aber. Geil. Voll geil hier. Die Wüste ist nice. Ne, finde ich auch. Oh cool, wird gleich wieder dunkel. Klar. Wir müssen wohin? Eigentlich Südosten. Dahin. Ist das... Das ist der Turm. Oh. Oh ja. Ich ahne, was da ist. Du auch, ne?
Ja. Hm. Kommen wir da denn schon rein? Oder ist, so ein ist das tödliches Miasma? Ja. Oh, ho, 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 ho. Gut. Den Plan können wir aufgeben. Oh, Junge. Das ist aber auch mies einfach. So. Da drüben ist noch das Städtchen. Miasma, das ist Miasma. Nein, Tobi, der war. Da, nein, wirklich. Nein. Das, ich fand den nicht schlecht. War nicht dein bester. Eigentlich ist jeder dein schlechtester. Das ist aber auch eine Art Kompliment jetzt. Tobi, du schaffst es immer, dich zu unterbieten. Toll. Nice. Das schafft auch nicht jeder. Confusion fand ich gut. Ja, siehst du, nice. Sehr den, schön. Den Will muss man haben. Ja gut, Confusion, klar. Was ist denn das für ein Maßstab, Tobi? Was Rassons Souterrain? Rauson, oder? Ist das Frankreich hier oder was? Wie schön ist hier. Oh, guck mal da unten. Alter, wie cool. Da ist ein Brunnen. Ich hol Wasser. Mio, mio. Und ein Buch. Buch gibt's hier auch. Wow. Moment. So. Ein Träumchen, noch mehr Wasser. Das nehme ich gerne. Da drin ist auch eine geile Lampe, die ich noch nicht kenne. Können wir die abbauen? Warte. Oh. Coole Lampen. Kann ich mir bei uns gut vorstellen. So. Ich höre Geräusche, Lies. So. Tschüss. Was denn? Weiß nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Hast du die Geräusche gehört? Es ist sehr dunkel da drin. Ah, okay, warte. Ich guck mal kurz. Warte, lesen. Mutig genug? Asta, du Feigling. Wenn du dich für Myrtle wirklich beweisen möchtest, dann lade sie zum Rand der Farm ein, wo sich diese seltsamen Felsformationen befinden. Versuch anschließend, sie zu überqueren, indem du von Fels zu Fels springst. Warte nur, für wie mutig sie dich halten wird, wenn du die andere Seite erreichst. Ja, ich glaube, dadurch wird sie dir bis auf alle Ewigkeit verfallen, mein Freund. Jazz. Ist da ein Ring auf der anderen Seite? Ja, ne? Merken, das könnte sein. Also merken eine komische Felsformation. Oh, okay, hier ist aber nur... Okay. Was ist das hier? Oh, Klette. Klettensetzling, oh schön. Das waren einfach nur irgendwelche komischen Soundgeräusche hier unten. Joa. Alter. Goll. Was ist das hier? Einfach nur Stroh? Ja, Pflanzenfaser, okay, ciao. So, Klette, Klette. Können wir uns endlich Schuhe mit Klettverschluss craften? Wann ist es denn endlich soweit? Der war jetzt besser, oder was? Der war schon ganz cool. Oh nein, ich habe keine Spitzhacke mehr. Aber hier liegt eine Leiche unter dem Berg. Hier ist bestimmt irgendwas, oder? Ich habe leider auch nichts mehr. Ja. Ist putt. Wir sollten hier in der Wüste vielleicht das Ding hinstellen, oder? Meinst ja. den... Du meinst diesen, Den Altar. Flamme? Den Altar, meine ich. Genau. Soll ich mal rüberreisen und das Ding abbauen? Das andere? Warte. Hast du 5 Steine? Hab ich 5 Steine? Ich hab nur Sandsteine. Ja, ich hab einen Stein. Lülps, warte. Oh, diese Lampen hier sind schön. Kann man nicht abbauen, leider. Felsen. Hier vielleicht Stein? Felsen gibt's hier nicht. Wir haben keine Spitzhacke. Ja, ich weiß. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Ob es hier Schlangen gibt? Also es gibt auf jeden Fall keine Felsen, die hier rumliegen, wie es aussieht. Ha. Und ich meine theoretisch... Hey, du hast gerade wieder Minecraft-NPC. Ha.
theoretisch gesehen haben wir die Flamme ja, also die ist ja relativ nah an der Wüste, ne? Da bist du ja gleich hingejumpt, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, das stimmt schon, aber schon. Ja, eine Strecke ist das schon, naja. Über Schönscheun, naja. Da muss man immer wieder an diesen Vögeln vorbei, naja. Es geht. Naja. Komm, Erik, fahr mich. Oh, nein, das klappt nicht so gut. Wow. Das war aber sehr holprig. Entschuldigung, war ein Stein. Entschuldigung. Die Strecke ist ein bisschen holprig hier. So. Oh, ein Meister der Improvisation sind wir einfach. Hey, richtige Comedians einfach. So. Oh. Ne, wir haben keinen Alten. Ich glaube, dass uns eine Quest hier nochmal hinführt. Was ist das? Warte mal. War das eine gute Idee? Ach, das sind diese Sanddinger. Ja, ja, ja. Ah. Cool. Die halten schon gut was aus, die Herrschaften. Sind eigentlich friedfertig, gut zu wissen. Das ist Fried. Nicht in unserer Welt. Friedfertiges Fleisch, Tobi. Das schmeckt am besten. Ja, okay, wir kriegen hier leider keinen Schnellreisepunkt sonst frei. Das ist wieder Schwefel, okay. Weiter nach Süden geht's auch nicht, ne? Scheiße, wir kommen halt nicht in das Miasma rein. Wir müssen unseren Altar noch upgraden. Ja. Aber was brauchen wir dafür? 100 pro irgendein Boss-Mob-Kopf, den wir noch nicht haben. Würde ich vermuten. Hier ist übrigens über Lapis. Hier ist über Lapis. Alles voll damit. Okay, das ist geil. Aber ein Traum. So, dann ist ja so ein komisches Viech. Mal. Hm? Was denn? Was leuchtet denn da hinten am Horizont? Siehst du das? Ja, die Wand da, ne? Ja, was ist das? Ich glaube, da reflektiert sich noch irgendwas. Ah, okay, jetzt hört es auch auf zu leuchten, okay. Schau. Ja, da leuchten noch ein paar Miasma-Brüder. Ob wir die anlocken wollen, weiß ich nicht genau, weil die sind wahrscheinlich ein bisschen high-leveliger als sonst und bringen genauso viel. Die droppen immer denselben scheiß Loot, egal wie high-levelig die sind. Oh, was liegt denn hier? Ah. Ja, nice. Ach, den hat der Vogel da vorne gerade kaputt gemacht. Ja. Voll gut. Ja, okay. Nun. Tobi, dann würde ich sagen, da du heute früher gehen musst und es ist fast schon 2:30, würde ich vorschlagen, dass wir... Sollen wir den Altar nicht doch noch umsetzen? Ja, können wir machen. Dann müsste ich... Warte mal, wo müsste ich denn dann hin? Aber ich... Nee, ach nee, shit, ich brauche ja Steine. Das ist unser Problem, wir brauchen Steine. Richtig. Gut, ich könnte heimgehen, Steine holen, wieder herfliegen. Warte mal. Nee, da kannst du aber nicht hierher fliegen. Nee, aber ich kann da oben hin und komm hierher gelaufen. Und reiß das Ding derzeit ab. Oder ich finde einfach hier noch ein paar Steine. Für Aufwerten der Flamme unter anderem 20 glaube. Säuredrüsen. Ach du liebe Zeit. Ah, okay, die Steine hier sind alle Sandstein. Haha, okay. Ich kümmere. Ah, okay, shit. Oh, was ist denn das? Wüstenblume. Was macht denn die Wüstenblume? Wüst sein. Wüstet die so vor sich hin? Richtig. Mal. Wenn ich eh schon mal hier bin, hau ich dich mal kurz ins Bett. Ja, ja, ja. Hervorragend. Tobias, du hast eine hervorragende Idee, Tobias. Gute Nacht. Gute Nacht, Tobias. Schlaf schön. Oh, ein großer Schatten liegt über mich. Boah, ist das rot hier alles, Heilige. So, 2 Wüstenblumen, das war's. So, ich mach das bei dem Dings weg, ne? Bei dem, da, wo wir, bei dieser Festung. Genau, oder? Genau, da brauchen wir es ja nicht mehr. Ich suche Wüstenblumen. Oh, ist ein Sandsturm? Sieht fast aus wie, was ist das denn?
Okay. Hier wohne ich jetzt. Oh, ist das schön. Ach, wie die Vruka sind hier auch. Okay. Deswegen. So. So, hier waren wir schon. Nehme ich trotzdem noch mit. Wupp, wupp. Ernten, ernten. Jetzt sieht man auch ein bisschen besser. Flü, 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 flü. Wir waren doch noch nicht hier. Hier waren wir offenbar doch noch nicht. Okay. So, mitnehmen, mitnehmen. Ich habe ja noch ein paar Felder gefunden. Was ist das hier eigentlich? Kann man das auch abbauen? Ja. Warte mal. Die gute Standardfrage. Ach, das ist auch ein fossiler Knochen. Cool. Ah, okay. Hier ist sehr viel Stroh. Lolololo. Oh, was ist das? Eine Höhle. Wo führt die denn hin? Oh. Alleine keine gute Idee. Wenn die uns... Wo magst du das Ding denn hinhaben? Hier irgendwo bei der Stadt. Aber nicht rein, glaube ich, sondern lieber draußen, ne? Dass wir nicht mal rein, wieder rauslaufen müssen. Oder? Was sagst du? Ja, stell das Ding aber mal. Greift er mich jetzt an? Natürlich greift er mich jetzt an. Verpiss dich! Ich komm! Ich bin auch so mehr. Folgt mir live! Oh, ups. Warte, warte. Au. Sag mal. Ich treffe sie nicht, wenn er. Ja, der will so dich deshalb. Komm, was macht der hier? Hä? Bei mir fliegt er nur rum. Oh. Piep, piep, piep. Piep. Oh, ich bin ein voll cooler Vogel. Piep, piep. So. Ich stell das Ding mal. Soll ich einfach hier hinstellen? Ja, hier oder so, ne? Ja, ist egal. Baller einfach um. Gegner in der Nähe, Gegner in der Nähe. Hier geht's. Okay. Super. Nice. Oh, dann, erstmal wieder ab nach Hause, ne? Bis dahin, wo wir hin wollten, kommen wir eh nicht. Wir müssen unser Zuhause noch ein bisschen aufwerten, wie es aussieht. Ja, da hat, es hat gerade jemand geschrieben, 20 Säuredrüsen brauchen wir unter anderem. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob man die, wie man die kriegt, aber das klingt irgendwie nicht so einfach. War das nicht bei den Blumen oder so? Nee, das war Giftsäcke. Ammoniakdrüsen, ja, ja, Ammoniakdrüsen und 20 Zinnerz. Okay, den Rest haben wir aber schon. Minzpilzfleisch, fossilen Knochen, Ammoniakdrüsen. Wo war, aber wo waren die? Waren die Ammoniakdrüsen? Die waren nicht bei den Blumen, ne? Hm. Warte mal, ich gebe dir gerade mal kurz die. Oh shit, es geht noch weiter. Okay, wir brauchen noch einen Brutmonstrositätkopf. Danke dir. Wir brauchen noch einen Brutmonstrositätkopf. Monstrosität klingt aber jetzt auch gefährlich. Warte mal, ich geb dir mal auch die 700 Sand, die ich hier gesammelt habe. Ja, ja, ja. Und den Sandstein gebe ich dir auch nochmal. Ja, endlich. Juhu, vielen Dank. Ach, die roten Riesenpilze lassen das fallen. Oh Gott, die zu grinden? Oh, wow. Das wird ein richtiger Spaß. Das wird toll. Ich glaube auch. Oh Gott. So. Lagerraum voll, cool. Ja, deswegen habe ich dir die Steine gegeben. Cool, danke Tobi. Das war sehr vorausschauend von dir. Ja, aber du baust ja immer. Deswegen dachte ich mir, bevor ich die jetzt im Inventar habe und die schimmeln da rum, ich brauche die ja nicht. Das ist okay. Ich glaube, ich räume das auch ein bisschen später ein. So, was ist das hier? Rohes Sandgräberfleisch. Lebensmittelvergiftung. Ach, hast du das auch gerade gegessen? Nee, ich hab's nur gelesen. Hast du es gegessen? Okay, hast du das rohe Fleisch gegessen? Ich hab das unten in der Leiste gehabt und auf die Spitzhacke gehen und hab die falsche Zahl gedrückt. Oh. Ja. Gut. Und war lecker? Ja, ich hab ein bisschen geschissen, aber sonst geht's. Okay, richtig reingeschissen hast du? Richtig fett geschissen habe ich, ja.
Aber die ziehe ich immer raus. Warte, die Eier ziehe ich auch mal raus. Tobi, ich ziehe die Eier raus. Was sagst du dazu? Ich dachte gerade, warte mal, Moment. Irgendwie klingt das gerade falsch. Hups. Okay. Klingt das gerade falsch. Ich mache eine Geflügelkiste einfach dann noch. So, hier. Dann hier. Bop, bop. Rohes Geflügel. Sieht aus wie Geflügel. Ist noch normales Fleisch, sieht aber aus wie Geflügel. Und noch die Eier mit rein. So, dann passt das schon. Die Eier mit rein, dann passt das schon, Tobi. Was ist denn mit dir? Warum betonst du das zweimal? Hä? Du willst doch, dass ich drüber lache. Hä? Ich habe das jetzt nur noch mal wiederholt, damit ich auch dran denke, dass ich das zumache. Ja. Ein völlig legitimer Grund. So, hier war noch Fressi. Weiß nicht, wie ich das so gut heißen kann. Gott, wir haben so viel Mais. Ja, das ist scheinbar so ein Ding bei uns irgendwie. Ich glaube, bei uns vor allen Dingen. Ja, ich glaube auch. Hä, ich habe mit dem Landbau hier gar nichts zu tun. So. Ja, komm, ich stecke erstmal hier mit rein und dann gucken wir mal. Safran. Was, die Eier? Nein, Safran. Safran. Achso. Die Juckerfrucht, da kann ich bestimmt auch was draus machen. Hier und hier. Und dann haben wir noch die Klette. Direkte Benutzung, aber wir machen natürlich Samen draus. Sonst habe ich keine weiteren Pflanzen. Wüstenblume. Okay. Ja, da gucke ich mal. Ich sortiere mal zwischen den Folgen, sortiere jetzt mal ein bisschen ein und aus und ich gucke mal ein bisschen, was wohin kommt. Ja, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Und hier brauche ich noch eine weitere Kiste. Kiste. Warte, ich mache mal kurz eine. Kann ich das nicht hier machen eigentlich? Ich habe hier, glaube ich, keinen Tisch gebaut, ne? Nee. Nur im Bauernhaus habe ich keinen Tisch. Ach, Weizen habe ich auch noch. Wo ist denn der? Wie sieht denn der aus? Ach da, nee, Stroh. Weizenkörner. Oha. Tobi, ich bin gleich wieder da. Gib mir eine Sekunde. So. So. Das geht doch bestimmt, oder? Es geht nicht. Wie, es geht nicht? Ich muss bestimmt aus Weizen vorher hier noch irgendwie Weizensetzlinge machen. Safransetzling. Wow. Warte, oder? Rübensetzling, kein Weizensetzling? Ich hätte gedacht Weizensetzling. Doch, da, Weizensetzling. Na also. Aus einem Weizenkorn kriegt man 20 Setzlinge. Oh lol. Und man braucht noch fossilen Knochenstaub. Warum, aber warum sagt er, ich habe null Körner? Achso, die müssen ja noch da rein. Okay, warte. Tobi, gib mir eine Sekunde. So, wie war denn das hier? Wie kann ich den Stapel nochmal teilen? Das ist ja alles so komisch. War das Shift rechtsklick? Nee. Stapel teilen, so rum war das. Hatte ich hier nicht eh noch Wasser mit? Oh ja, 8. Ich schmeiß mal ich 8 noch was hier rein. Ich hab auch noch was in die Kiste rein. Ja. Da, Weizensetzling. Auswählen und dann hau ich hier mal die Körner rein, weil die brauche ich ja eh nicht. So, dauert nur 2,5 Stunden, Tobi. Da ist noch Zeit, oder? Ja, klar. Ja. Die können wir hier ruhig noch rumsitzen. Für die Zuschauer, ja. Ja, gute Idee. Ja, naja, dann werde ich später Weizen anbauen, nicht heute. Ich denke, das ist auch okay. Ah. Seine Mütze. Bald habe ich einen coolen Anzug. Den hast du schon gesehen. Den hast du schon gesehen hier hinten, ne? Den. Oh, hä? Wie cool. Ja. Erdbeeren. Mais. Oh, und noch. Alter. Mais. Okay, ich weiß, was du meinst. Ein bisschen, wir haben zu viel Mais. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Meistens haben wir zu wenig, Tobi. Grundsätzlich von allem. Ja.
So, aber da haben wir einen Vorratsraum auch für die Rohstoffe und so, also für die, ne, und so. Und ja, ich muss dann erstmal durchsortieren, was wir für neue Blöcke haben und so weiter. Wir haben eine Menge Progress gemacht, auch wenn wir ein bisschen rumgepimmelt haben, ne, weil die Quests uns immer hin und her geschickt haben. Aber ich wollte sagen, die Quests waren sehr, sehr großer Radius. Also da musste man echt weit laufen. Ja, wann bekommt Tobi denn eine neue Rüstung? Willst du mich verarschen? Ja, echt mal, Erik. Warum krieg ich denn mal eine neue Rüstung? Immer nur der Magier. Hallo, ich bin der Magier. Der hat die geilste Rüstung, die man haben kann, weißt du? Und ich gehe hier von einem Zwirn zum anderen durch. Aber er hat so eine geile Questreihenrüstung, weißt du? Alle fünf Pieces zusammen. Frech. So. Ja, Tobi, ich meine, wir können auch mal tauschen, ne? Das ist so unfair dem Tobi gegenüber. Weil, ja, dass er die beste Rüstung hat. Der braucht auch eine neue. Ob er die braucht oder nicht. Ja, du machst mich nur was zum Besonderen, dass du mich framen kannst. Ich merke schon. Frame zu was? Dass du mir die beste Rüstung gegeben hast, dass du mich framen kannst. Aber frame zu was? Zu einem, zu Sauron oder? Ja, nee, frame, dass du sagen kannst, du guck dir an, Tobi hat die beste Rüstung. Ja, ist doch gut. Tobi hat die beste Rüstung. Und ein voll geiles Schwert. Oh ja, das Schwert ist nice, das stimmt. Das Schwert ist richtig geil. Und die Rüstung auch. Ja, ich habe noch so eine, Beppo-Rüstung. Aber bald hoffentlich eine neue. Wobei sie optisch richtig nice ist und voll gut passt. Ja, aber trotzdem, sobald mir jemand eine klatscht, fliege ich aber 3 Meter aus dem Bild. Gut, das ist ja egal, aber sie sieht trotzdem cool aus. Ja, gut, das ja. Aber die anderen Rüstungen sind auch ganz geil, glaube ich. Ich schaue nochmal ganz kurz eben, wo waren die? Bei Tagebuch, was, Werkstätten? Ja, ne? Alchemist. Ich gucke mal ganz kurz eben rein. Das wird jetzt das Waisenset, ne? Oh, Alter, was ist das denn? Oh, das war für Heilung. Plus 96% Heilung. Okay. Sieht gut aus, aber ich glaube... Die Waisenrüstung willst du dir machen? Nee, ich bin halt kein Heilungsmagier, ne? Achso, Hexenmeister war es, oder was? Ja, Erzmagier oder Hexenmeister, je nachdem. Ich glaube, Hexenmeister müsste es eigentlich sein. Aber die sieht halt am lowsten aus. Boah, der Erzmagier sieht richtig gut aus. Ja, finde ich halt auch. Boah. Aber Crit-Chance? Chance nice. Auf Crit? Ja, okay. Lebenspunkte, Mana-Punkte. Schaden gegen magische Feinde, Magierstabschaden. Ja gut, Magierstabschaden. Also theoretisch den hier. Ich müsste aber die Brustrüstung von dem anderen nehmen für den Zauberstabschaden. Aber naja. Ich glaube, ich mache Erzmagier. Plus 4 Mana-Regeneration. Geil. Minus 120 Mana-Regeneration-Verzögerung. Okay. Ja, ich glaube, das wird's. Ich glaube, der Erzmagier wird's. Mega aus. Ja, finde ich auch. Das wird schon, Tobi, das wird schon. Geil. Ja, nice. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Kuss geht raus. Vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von diesem unfassbar endlosen Spiel. Das ist schon wild. Ich weiß nicht, wie ich... Oh, puh. Zum Glück ist oben noch nicht fertig. Aber ich habe das Gefühl, Tobi, bis wir die Quest ja durch haben... Ist es fertig. Richtig. Ja, wahrscheinlich ja. Oh, puh, das macht mich auch fertig. Junge. Ja, wir gucken mal, ne? Wahrscheinlich sind wir mit den Quests fertig und dann kommt einfach die Meldung einen Tag später so, ah, jetzt ist 1.0 Release, cool, hallo. Ja genau, wir spielen, oder gerade wenn wir angefangen haben mit Devil Dynasty zu spielen, kommt das Update. Wann spielt ihr denn wieder Enshrouded? Wann spielt ihr wieder Enshrouded? Wann kommt ihr Enshrouded? Oh. Macht ihr Enshrouded Staffel 2? Ja, oh, da freue ich mich drauf. Tobi, wann 7 Days? Nein, Erik, wann Sons of the Forest? Ah, Dezember. Ja, ja, mal gucken. Also, mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Vielleicht machen wir zwischendurch auch mal eine Pause und machen dann irgendwie eine weitere Staffel oder so, ne? Kann man ja auch sein. Wir gucken mal. Ich glaube auch nicht, dass man neu anfangen muss, wenn da neue Sachen dazu kommen. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, wann Eko? Ja. Wann Staxel, Tobi? Wann Dead by Daylight? Wann TTT, Erik? Hey. Boah, Medieval Dynasty freue ich mich immer ein bisschen drauf. Boah, ja, Medieval Dynasty ist geil. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe, eine uralte Version zuletzt gespielt, glaube ich, im Stream. Und inzwischen ist ja viel dazugekommen. Bin super gespannt. Ich habe das auch im Stream damals gespielt. Meine erste Aktion, was ich gemacht habe, ich habe einen Küken tot geprügelt, weil ich die Steuerung nicht kannte. Weil ich die Steuerung nicht kannte.
Mhm. Nee, ich kannte die wirklich nicht. Ich dachte, man schlägt halt, also man kann. Oh nein, schlage ich hier? Oh nein, ich schlage ja schon wieder. Oh, ich schlage ja schon wieder. Oh, oh nein. Ey, das war One-Hit, da kann ich ja nichts für. Ach so. Ja. Wenn scheiß Küken nichts dran ist. Wenn das so ein Lauch war, dann ist auch egal. Ganz ehrlich, dann vermisst keiner. Zeiten sind hart, immer die wilde Dynastie ist. Ja. YouTube, tschüss, ne? Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Ciao mit V. Tschüss.